Kennedy is now the tallest statue in the world. Guck dir das an, Leute. The previous record was 420 meters, but the statue of Unity stands at 597 meters tall. The statue was created to pay respects to what many people believe is the founding father of modern day India. Die größte Statue der ganzen Welt könnt ihr hier sehen. Guck mal, wie riesig die ist. Ich habe jetzt nicht genau aufgepasst, wie groß sie ist. Ihr könnt es gerne mal einfach mich wissen lassen. Die größte Statue der Welt. Das ist mächtig. Das war ein der angeblichen Erfinder von Indien. Sowas muss man echt mal sagen. Sowas würde ich niemals machen. So, Junge. Würdet ihr das machen? Also, ich weiß nicht, ob ich nicht mal Fallschirm springen würde, aber so, obwohl eigentlich wäre natürlich geil, wenn du mal so lernst zu fliegen, weißt du? Dann bist du richtig so ein Vogel und frei, so. Okay, aber jetzt so mit Drehen und so, oh, hell no. Oh. Guck mal. Oh, was ist das für ein Tier? Was ist das für ein Tier? This person discovered that you can pick locks by using a pumpkin carver. Get a okay, da hat jemand herausgefunden, dass du ein Schloss knacken kannst mit einem Pumpkin, wie heißt das nochmal? Kürbis. And that was pretty quick. Let's close wow. this out mit einem Kürbisschäber. Cable lock. Wir machen es in Deutschland nicht so mit Kürbissen, ne? Wir öffnen die ja nicht so wirklich wie in Amerika, das ist sehr groß. And that one was pretty fast as well. This isn't a computer animation. This is a fair fluid clock that uses magnets to move fluid around and tell time. Wow. Das ist so dope. Das ist so cool. Ich schau die Uhrzeit an. This is Megaloo, in der High School. Which is probably the most Megaloo. Famous whale in the world. He's an albino white whale, and he's usually seen on the what coast the of Australia. There's only three other known albino humpback whales currently in existence. Das ist der bekannteste Wal aller Zeiten in der Welt. Ein Albino-Aal. Es gibt nur drei davon auf der ganzen Welt. Drei Stück. Wow. Ey, wo zum Teufel ist das? Ich will da direkt hin. Wow, ist das fresh. Dann gucke ich hier raus aufs Fenster, ist nicht mal Schnee, ist einfach nur kalt. This person makes flying holiday decorations by using drones. Ey, stell mal vor, sowas wie Drummel sieht das. Man würde doch nicht denken, dass es eine Drohne ist, oder? Man würde auch echt denken, da fliegt jemand. Das ist geil. Das ist nice für die Kids, so, damit die denken, da weiß man existiert. Geheimnis existiert. It only rains about once a year in southern Madagascar, so when it does rain, all the tortoises come running out to grab a drink of water. Oh, in Madagaskar regnet es sehr selten, das heißt, sobald es regnet, kommen sofort alle Tiere raus und fangen an zu trinken. So. Ach, das finde ich cool. Nein, 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 nein. Ah, oh, gosh. That's in this video. Sieht I really geil hope aus, aber you guys again very ey, aber guckt euch mal an, bitte, wie hoch das ist, Digga. Sieht cool aus, aber muss nicht sein, oder? Oh, da, ich weiß nicht, ob der da runterspringt oder so, aber das ist schon echt sehr hoch.